Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wofür die Minutemen da sind. Dafür sind die Minutemen da, dafür sind wir da und wir werden jetzt auch wieder loslegen und den Siedlern helfen. Wir haben ja mit ihr gesprochen. Rücken tut weh, meine Füße tun weh. Den Rücken. Alles tut weh. Das ist natürlich nicht gut. Wir wollen nochmal gucken. Wir werden jetzt nicht die Herrschaft benutzen. Wir werden diese hier benutzen. Wir werden nochmal I drücken. Na. Nein. Ja, ich glaube, das müsste es sein. Ist natürlich wieder mal dunkel. Aber da wir eh gleich in die Station rein müssen, ist das nicht so schlimm. Hier. Red Away ist immer schön. Also ich finde das Spiel schon sehr gut, auch von der Soundqualität her. Also von den Umgebungseffekten. Ja, Soundeffekte sind super. Ist der Plan ein bisschen los? Alter, was geht denn hier schon wieder ab? Treffen nicht. Das ist so unglaublich schlimm. Fail! So ein Fail! Oh no! Warum fail ich denn immer so? Oh, da sehen wir mal einen Zins. Modell 1. Ja, da kann man noch sehen, dass das... Aber ist schon gut gemacht. War das das Herz auf der linken Seite? Und dann ist da... Ich habe keine Maus zum Zeigen. Da ist da so Eingeweide. Echt froh, dich zu sehen. Wir haben hier ein paar Probleme mit Raidern. Ja. Das ist genau das, wofür die Minutemen da sind. Ja, ja. Ja. Das war schon wieder so richtig fällig. Ich möchte aber auch mehr Licht haben. Ich möchte jetzt schlafen gehen. Lass mich durch. Jeden Tag. Immer das Gleiche. Das kann ich nicht benutzen. Und den Schlafsack kann ich auch nicht benutzen. Super. Ich wusste, du würdest uns helfen.
Ja. Ich würde euch gerne helfen. Bei Tageslicht. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht gehe es mal anders an. So. Und natürlich jetzt auch wieder. So schön. Ja, vielleicht möchte ich doch jetzt noch mal eben Musik anmachen. Das ist nämlich so schlimm. Ich glaube das noch nicht. Ja, da. Ja. Nehmen wir einfach noch mal diese hier. Ah, einen kleinen Moment dauert es noch. So. Dann machen wir jetzt aber mal eben so lange. Ach, nicht Hilfe. Dip, 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 dip. So, jetzt geht's weiter. Nehmen wir doch heute mal wieder andere Musik. Vielleicht komme ich darauf besser klar. Ich jetzt schlafen? Ja, ich kann mal warten. Warten wir ein paar Stunden. So. Schon ein bisschen heller jetzt hier. Vielleicht läuft er auch mal jetzt nicht weg, wo auch immer er schon wieder ist. Ja, da war schon mal ein Supermutant. Die Ghoulen sind jetzt gar nicht da, schlafen die gerade? Ja, natürlich. Er ist ja auch ein Ghoul, ein toter Ghoul. Aber hier waren eben viel mehr. Wo sind die alle? Naja gut, das war auch gerade ein paar Stunden, aber nicht schon komisch. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen komisch. Naja, gehen wir erstmal zur Mission. Damit wir hier mal bei den Minutemen auch vorankommen. Noch zu weit weg.
Kann man natürlich alles nochmal durchsuchen. Aber nicht jetzt. Wow. Scheiße! Haben sie verloren? Was? Was ist passiert? Du gibst nicht auf, Ball! Alter. Das war dein Kopf. Das war dein Kopf. Herr Preston, lass mich hier schon rauf. So. Jetzt müssen wir da rein. Dann wollen wir da mal rein. Backstreet Apartment. Kennst du noch mehr solche Geschichten? Wie viel Zeit hast du? Ach, ja. Ich kenne ein... Mal speichern, bevor wir ihre Geschichte lauschen. Mal überlegen. Vor ein paar Jahren, als ich Klatsch noch nicht kannte, fanden ich und ein paar Freunde einen Jungen auf der Nordseite des Charles. Er war gar nicht so jung, vielleicht 18 oder so. Egal. Nach einiger Zeit wurde es dunkel und ich machte ein Feuer. Kein Scherz. Als ich das erste Streichholz anzündete, schrie der Junge, was tust du da? Und schlug mir das Streichholz aus der Hand. Er schlug dir das Streichholz aus der Hand? Warum denn? Ich erzähle eine Geschichte. Also, er schlug mir das Streichholz aus der Hand. Ich war so überrascht, dass ich zurückschlug und ihm die Nase brach. Er sagte, es hätte ihm leid und jetzt kommt. Er hätte Angst vor Feuer. Ha. Er hatte Angst vor Feuer? Ich sagte doch, er hatte Angst vor Feuer. Du unterbrichst mich immer, das stört. Als er mir das sagte, fiel mir was ein. Ich entschuldigte mich und sagte ihm, dass er sich deswegen nicht schämen müsste. In der Nacht haben ich und die anderen ihn so angefühlt, dass er nach einer Stunde bewusstlos wurde. Dann zogen wir ihn ans Ufer des Charles. Wir holten 6 oder 7 Matratzen und banden sie im Kreis zusammen. Eine kam in die Mitte. Matratzen? Wofür brauchtet ihr denn Matratzen? Bitte? Hast du mich das gerade ernsthaft gefragt? Das ist eine gottverdammte Geschichte. Du musst einfach nur zuhören. Also, ja. Wir banden alle Matratzen zusammen und legten den Jungen auf die in der Mitte. Wir übergossen die Matratzen außer seine mit Benzin, zündeten sie an und schoben sie ins Wasser. Wir gingen den brennenden Matratzen hinterher und konnten uns vor Lachen kaum halten. Als der Junge nach 5 Minuten immer noch nicht wach war, warfen wir Steine nach ihm. Irgendwann ist er dann aufgewacht. Die Flammen loderten schon hoch auf. Stell dir vor, wie das gewesen sein muss, als er aufwachte, nicht wusste, wo er war und nur noch Feuer sah. Er versuchte aufzustehen, fand auf den durchnässten Matratzen aber keinen Halt. Ich musste so heftig lachen, dass ich hinfiel. Verrückt. Der hat seine Angst bestimmt überwunden. Ach, Feuerprobe. Nee, wohl nicht. Wie sich herausstellte, konnte er nicht schwimmen, also das war's. Das hätte ich nicht gedacht. Er ist ertrunken, okay. Eine nette Geschichte von ihr und jetzt wird sie aber auch sterben. Ja. Das waren schon nette Treffer. Warte. Oh nein! Nein! Wieso nur? Ah, nochmal werden wir die Geschichte nicht hören. Super, ja.
So ein paar schöne Sachen würde ich aber gerne mitnehmen. Wie die Patronen, Skimpig. Wow. Ach, hier war eine Falle. Okay. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Das gefällt mir nicht. Hey, lass uns was essen. Ich bin einfach Hunger. Du kannst essen, wenn ich sicher bin, dass uns keiner mehr fällt. Ja, ja, schon klar, Mann. Warum machst du mal voll Witzen? Ein Sieg für die Minuten. Oh Mann, komm zurück. Ich glaube, ich habe was gehört. Oh, was ist denn das? Ach, ein Safe gibt's ja. Zwei Behauer, richtig. Was also entweder UR oder R oder HU. Keine Ahnung. Töten wir sie erstmal. Nerven mich. Sie nerven mich. Will nicht nachdenken, nicht gleich die Angst, dass sie mich überfallen. Scheiße, du verpasst mich von mir! Du bist tot! Endlich! Alter! Lass mich! Alter, ich hab mein Bein weggeschossen. Aber er hat mich fast verprügelt mit seinem komischen Ding. Ich glaub das nicht. Hast du gut gemacht, Preston. Ich bin stolz auf dich. Trag zu führen, kann ich rennen. Hey. Was gibt's? Nimm mal was ab hier. Geht's oben aufs Dach? Das wär's. Ich sollte im Kopf behalten, dass du das tun kannst. Schlösser knacken. Ja, ich kann das tun. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Kann ich aber nicht knacken. Mit Level 18 darf ich das erst. Ah, das dauert noch ein bisschen. Müssen wir mal wiederkommen. Metallrüstung. Ja.
Das können wir ja nochmal versuchen. Zu hacken. Eterre. Ah. Twitch ist nicht gut. Greatest Tribes. Das hat immer so gut funktioniert. Houses und zwei richtig. Zwei richtig sind bei Houses, ne? Cool. So. Mal gucken. Daten. Okay. Dachte, hier wäre jemand entführt, aber hier ist keiner entführt. Oh. Gut. Haben wir es alle ausgeschaltet. Dann schaffen wir es sogar noch, das abzugeben, die Quest, diese Runde hier. Vielleicht. Wenn ich dazwischen kommt. Wenn ich nicht wieder von irgendwas getötet werde. Na, lädt das heute mal? Sieht wieder nicht so aus. Ah, er schafft es. Ah, jetzt fahren wir gleich oben auf dem Dach, aber auch nicht so schlimm. So noch viel Zeit in dieser Welt verbringen. Mentis. Ah, Vakuumröhren im Jahrhundert. Ah, diese Stadt wird auch mal wieder lustig zu durchsuchen. Und die Gulle. Sehr verwirrend. Bestimmt nächstes Mal wieder, wenn ich dann lang laufe. Welchen interaktiv? Hallo? Hallo? Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ja. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich?
Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. So, Preston, was ist mit dir? Sag mir einfach wo. Entschuldigung. Ich habe Nachricht von einer weiteren Siedlung erhalten, die unsere Hilfe braucht. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Ja, okay, was? Okay. Ach, da muss ich wohl dahin. Das heißt, wir werden erstmal wieder zurück nach Sanctuary gehen. In Sanctuary werden wir nochmal abladen. Und werde ich dann nochmal an einer Laserwaffe rumschrauben. Und werde ich auch mal ein paar Rüstungen verbessern. Ja. So, erstmal kann ich mal generell mal gucken. Daten, Inventar. Was haben wir denn hier? Das ist zum Beispiel 3 besser noch. Aber auch, haha. Deswegen haben wir auch schon auf die Maul gekriegt. Der Nahalisch ist 12 oder für 5 da drin schlechter. Leibverkleidung, umgürtete Lederrüstung. Mhm. Da nehme ich aber das, glaube ich. Das ist 3 besser und 1 schlechter da. Weiß schlechter. Nehmen wir das mal so hin. Sehen wir jetzt aus? Wir haben jetzt an. Oh. Ja, mal ansehen. Gerne mich von vorne sehen. Sieht doch ganz nett aus. Das sieht doch so ganz nett aus. So, dann werde ich jetzt mal wieder alle Sachen wegräumen. Und in der nächsten Folge werden wir noch mal ein paar Waffen bauen, ein paar Rüstungen bauen, also verbessern. Und dann sage ich auch wieder an der Stelle, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Lasst doch ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.